So Leute, willkommen zum Let's Play. Immer noch das gleiche Spiel. Und zwar... Na, jetzt kommt's, das neue City Skylines. Und ja, es ist ein mega, mega geiles Spiel. Ihr habt vielleicht schon ein paar Folgen von mir gesehen. Hoffe ich doch. Wenn nicht, solltet ihr bei Folge 1 anfangen, um den insgesamten Aufbau natürlich mitzubekommen. Aber ich kann das Spiel jetzt nur einfach empfehlen. So, wir gehen jetzt einmal ganz kurz... ist die Musik irgendwie noch zu laut? Das nervt mich. Ja gut, jetzt ist sie fast gar nicht mehr da. So, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir diese Autobahn wirklich vernünftig nutzen können. Aktuell, ich werde mal... Ich habe hier jetzt eben nochmal kurz eine Straße gebaut. Und zwar ist das eine Einbahnstraße, die hier vorne anfängt, in diese Richtung mit Bäumen bepflanzt. Die geht hier runter und hier ist eine Doppel-Einbahnstraße in diese Richtung, sodass sie halt auf die Autobahn fahren müssen. Zwangsweise momentan halt hier unten drehen müssen. Eine andere Möglichkeit gibt es aktuell nicht. Und hier das gleiche nochmal. Sie können hier rauffahren, hier rumfahren und da rumfahren. So, um erstmal überhaupt ein bisschen die Autobahn auch zu nutzen, weil aktuell ist es ja so, dass wir eine Menge Verkehr momentan so, also es geht, ne, aber aktuell, wir haben so ein bisschen Probleme und wir müssen diese Straße entlasten und deswegen wollte ich nicht mehr über diese Hauptstraße gehen bei diesen ganzen Häusern, sondern wir müssen die Autobahn ein bisschen mehr nutzen, da müssen wir mal schauen. So, wir werden die ganze Geschichte jetzt mal auf Play machen und Verkehr mit einem ausblenden. Tweety, was los? Ja, wir recyceln noch schon länger, das ist doch nichts Neues. Was bauen wir denn mal? Also wir brauchen momentan Häuser. Sollt ihr kriegen. Und ich dachte mir, die Leute beschweren sich wahrscheinlich eh, da sie noch einiges an Läden brauchen, bräuchten. Und das hier vorne ist es sowieso Hölle laut, das müssen wir gleich mal ein bisschen upgraden. Und so kann ich ja einfach paar Geschäfte hinzimmern, meine Güte. Weil die müssen ja im Prinzip alle vom Haus hier rum. Deswegen ist es eigentlich eine gute Idee, denke ich mal. Ein gutes Einkommen könnte das werden. Wir schauen mal. Wir müssen die Straße upgraden und zwar auf eine Straße mit wenig Lärm. Mit wenig. Ist aktuell eine Autobahn, ne? Genau, dann müssen wir die upgraden. Damit die Lautstärke nicht mehr so übergreifend in die Wohngebiete schallt. Die bietet... Was ist mit der Polizei? Die Polizei bietet kleine Lagerräume mit sicheren Türen zur Miete an. Wählen Sie dafür weitere Informationen. 110. Okay, ich dachte eigentlich, dass es eine Nothotline ist. Es wundert mich natürlich stark, dass es jetzt, ruft einfach mal an. Meine Güte, ist ja nicht schlimm. Gehen die da voll panisch ran und dann, ich wollte hier was bestellen. Was für ein Schwachsinn. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Aktuell, wir müssen uns vergrößern, wir müssen auf 7000 kommen. Unser Problembereich ist momentan hier vorne, dieser Müllplatz. Wir haben jetzt mittlerweile so viele. Wir haben nichts zum Verbrennen. Nicht mehr leer machen. So, 71%, 36, 45, 97. Ja, die Dinger sind fast voll, deswegen, das wäre schon wichtig, dass wir da mal ein bisschen weiterkommen. Sonst haben wir ein Problem, Leute, definitiv. Und wir bräuchten vielleicht nochmal ein Einkaufszentrum für Reiche und nicht nur für Arme. Gibt es irgendwas Neues, was wir bauen können? Und wie sieht es überhaupt hier mit dem Schutz aus? Und mit Wasser? Strom versorgt sich selbst, Wasser habe ich schon. Wir bräuchten ein Krankenhaus hier, wobei ich gerade sehe, wir könnten ruhig noch eine kleine Zwischenstraße reinbringen, damit die Leute nicht erst ganz außen rumfahren müssen. Eine dicke muss das, glaube ich, nicht sein. Eine einspurige mit Bäumen dürfte durchaus reichen. Und zwar machen wir das mal so ein bisschen mittig. Nicht Upgrade, sondern genau, nochmal. Und hier zerstören wir auch gleich nochmal drei Häuser. Okay, wenn ich da ansetze, wie ich ansetzen will, muss ich womit leben. Auf ein Haus mehr oder weniger kommt es jetzt hier nun zwangsweise auch nicht an.
So. Das zieht sich hoch. Jetzt können wir hier nämlich tatsächlich, denke ich mal, das Krankenhaus bauen. Ja, durch die Einbahnstraße ist natürlich der Abdeckungsbereich echt gering, ne? Das ist natürlich klar. Also da wäre es vielleicht schlauer, zwei kleine zu bauen. Ja, das ist natürlich doof gedacht. Scheiße. So, eins dahin. Ist das doof. Mit dieser Einbahnstraßengeschichte, das schockt mich ja jetzt gar nicht an. Sowas Bescheuertes. Okay, muss ich natürlich dann auch noch mit den Polizeiwachen machen, oder was? Ich bin natürlich richtig Bock drauf. Übertreib halt. Ah, doofe Idee. Das ist natürlich echt ärgerlich jetzt. In den Einbahnstraßen ist eine coole Sache, aber gerade für, ja. Für die Sicherheit, Feuerwehr und Co. ist das echt beschissen. So, wir haben, glaube ich, Polizei. Moment. Wir haben das, wir haben das, wir haben Polizei noch. Ne, Moment. Ja, Polizei fehlt noch. Aha. Das sind total die unnötigen Kosten. Das nervt ja richtig. Warum dürfen die denn nicht in beide Richtungen fahren? Das verstehe ich nicht. Dann machen wir das so. Könnte vielleicht ein bisschen was an Problemen lösen, hoffe ich. Sicher bin ich mir nicht, aber ich hoffe es zumindest. Vielleicht klappt das, müssen wir mal schauen. Wenn ich nämlich jetzt die Polizei auswähle und sie hier hinsetze. Ich schwöre, unnötig teuer. Aber das Wohngebiet dürfte natürlich, denke ich, dementsprechend mal steigen. Wobei wir momentan gar nicht so viel brauchen. Ich sehe, wir haben... Ah, das ist echt... Eigentlich brauchen wir momentan gar nichts. Wir müssen auch neu die Städte einkreisen. Richtlinien. Recycling war mega teuer. Momentan müssen wir ein bisschen Geld sparen. Kostenloser Nahverkehr kann ich nicht machen. Geldlich ist es natürlich gerade ein Desaster. Und dieses Tweety-Ding muss ich ausstellen, ey. Sonst platze ich hier. Ich will deine Nachrichten gar nicht wissen. Ja, das ist uns teuer zu stehen gekommen, hier gerade die Geschichte mit den... Das ist ärgerlich. Wie sieht's jetzt verkehrstechnisch aus? Hier vorne steht alles wie so bekloppt. Aber ich hatte sowieso überlegt, ob man nicht vielleicht diese Straße entfernen kann.
und vielleicht... Oh, die Stadt braucht mehr Strom. Wir müssen bald anbauen. Sonst wird das hier nichts mehr. Also ich denke mal, wir könnten doch die Steuern erhöhen, oder? Ich meine... 13% für Wohngebiete, 11% dafür, 10% für Firmen sollten schon drin sein. Und ich meine, Strom, ja, der kostet halt hier saumäßig. So, geschützt ist hier auch alles, da könnt ihr ruhig ein bisschen zahlen. Es gibt keine Kriminalität, da könnt ihr euch auch ein bisschen was... ein bisschen ruhig mehr zahlen. Weil, warum denn nicht? Es ist mega sicher, es ist halt, es ist okay. So, und wir können einen neuen Ort kaufen und könnten das dann, weil es mittlerweile echt zu teuer ist, was kosten die nochmal im... 200 die Woche. 80 die Woche. Gut, die bringen das Doppelte an Leistung. Das ist schon mal soweit in Ordnung. Da könnten wir tatsächlich... um ansatzweise, können wir mal so sagen, ein bisschen sparen. Die abreißen. Das heißt, wir sparen nicht wirklich, aber wir haben zumindest dann Energie übrig. Wir müssen uns hier über den kleinen Scheiß nicht mehr aufregen. Weil das jetzt mit der Energie auf jeden Fall reicht. So, ich habe da eben Steuerzeichen gesehen. Jo, sehr schön. Neue Steuerrichtlinien, schon wieder neuen Bezirk. U-Bahn, einzigartige Gebäudestufe 5, Bildungsschub, das super. Steuererhöhung für Bürogebäude, Steuerentlastung für Büros, Steuererhöhung für gering besiedelte Wohngebiete. Okay, okay, okay. Viel mit Steuer. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet, perfekt. Bürogebiet, dicht besiedeltes Wohngebiet, das ist das, was wir nämlich brauchen. Da bin ich auf jeden Fall für. Das, 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 alles weg. Und was machen wir da draus? Dicht, 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 dicht. So, hier kann ich es alle Male machen. Wir haben nämlich genügend Polizei, Feuerwehr. Wir haben ja jetzt wirklich alles hier. Sag mal, das geht mir auf den Sack. Ich mach das so. Nee, ich mach das erst so. So, hier können wir das genauso machen. Und hier sehe ich das auch nicht anders. Obwohl, shit, hier müssen wir das tatsächlich kurz manuell machen. Das genauso. So, weil dicht besiedelt ist schon mal um einiges besser. Wir dürften damit erstens mehr verdienen und zweitens ist hier wirklich alles so safe gebaut, dadurch, dass wir eben hier diese ganze Feuerwehr und sonstiges hingepflanzt haben, dass es schon, ja, schöner wäre, wenn wir auch ein bisschen was davon haben. Und hier kann dementsprechend wirklich eine Menschenmenge wohnen, ohne dass es Komplikationen geben dürfte. Kriminalität und sonstiges dürfte eigentlich nicht allzu viel stattfinden, da wir hier 3, 4 Polizeihäuser haben. Dann können wir das auch mal wegmachen und können da gleich dicht besiedeltes Gewerbegebiet draus machen. So, und zwar... nimm mal weg den Dings, bupp. Gut, Wohngebiet wird aktuell gar nicht gebraucht, das ist natürlich ein kleines Problem. Aber wir bräuchten in dem Sinne Büros.
Und jetzt stehen sie schon hier. Ich wollte sowieso alles gleich ein bisschen umbauen. Sie freuen sich. Steuern sind zu hoch. Gut, alles klar. Gehen wir halt wieder auf 11 runter. Seid ihr jetzt wieder glücklich? Ich meine, ihr habt doch alles, was ihr wollt, ey. Mehr als genug. Mein Gebäude ist abgebrannt. Wo denn? Wo denn? Ich habe keine Ahnung, vielleicht finden wir das durch Zufall irgendwann. Das Gebäude ist abgeschaltet. Wieso ist denn das Gebäude abgeschaltet? Das habe ich doch nie gesagt. So, wir brauchen Bürogebäude. Das heißt, ich würde sagen... wie machen wir das? Müssen wir gleich mal gucken. Ich wollte die Straßen anders nutzen. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine Abfahrt. Eine hohe Abfahrt, bitte. Mit Kurve. Nein! Eine hohe Abfahrt bräuchten wir. Bin ich mir noch gar nicht so sicher. Schauen wir erstmal. Und zwar nehmen wir hier die Schnellstraße. Und die Schnellstraße bauen wir von hier oben. Nee, bitte auf niedrigem Niveau. Nein, 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 das muss nicht hoch. Was soll das? Mach das weg. Meine Güte, dann ein Millimeter hier halt. Ach so, du willst eine Kurve machen. Nee, 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 nee. Mach einfach. Einfach gerade, bitte. So, perfekt. Die Auffahrt muss hier hin. So, perfekt. Damit es nicht ganz so viel Stau gibt, wäre es vielleicht schlauer, sie rüber zu bauen. Vielleicht hätten wir den schon höher bauen sollen. Ich will eigentlich dort drüber bauen, hat den Hintergrund, dass wenn wir hier vorne auf der anderen Seite ansetzen, hätten wir nicht mehr so Verkehrsprobleme. Aktuell ist es ja so, dass wir sonst schnell in Verkehrsprobleme reinkommen. Das geht mal halt ein bisschen auf die Nerven. Deswegen möchte ich versuchen, das mit Schleifen vielleicht in die richtige Richtung zu bekommen. Den hätten wir eigentlich schon einen tiefer setzen können. Er hätte hier jetzt eigentlich schon ruhig runtergehen können, eine Etage.
So, dann setze nämlich so an, perfekt. Und dann können wir hier nämlich mal Bürogebäude hochziehen. Die haben wir ja jetzt ganz neu. Gleich mal austesten. Und vor allen Dingen nutzen die Leute dann die Autobahn. Ich halte das für ganz sinnvoll. Schauen wir mal, wie das funktioniert. So. Wir haben nämlich aktuell wirklich ein Problem auf dieser Straße hier und das geht mir mega auf die Nerven. Das muss wirklich nicht sein. Ich frage mich die ganze Zeit schon, wie wir das Problem lösen können. Wir haben jetzt eine vernünftige Zufahrtsstraße hier. Das Problem ist, dass die alle wie die Bekloppten hier drauf fahren, was ja auch andererseits irgendwie in Ordnung ist. Ich habe das Gefühl, dass das Problem, dass das eine Ampelstraße ist, ne? Kann das sein? Kann ich das upgraden? Wenn ich jetzt, wir machen das mal. Obwohl, ne, das war schon die richtige Straße. Die war auch schon geupgradet mit dem Rand, mit der Schallschutzmauer. Das heißt, das ist es nicht. Problem ist tatsächlich, ich habe immer noch nicht gerallt, wo die hinfahren. Einige drehen hier, das verstehe ich halt nicht, weil wir hier vorne eigentlich eine kleine Durchfahrt hatten. Problem ist natürlich die Ampeln. Die Ampeln sorgen natürlich irgendwie für Probleme, weil das ist natürlich eine durchgängige Sache. Die Leute fahren einfach drauf, fahren ab und fahren weiter. Das fehlt hier jetzt natürlich. Und vielleicht sollte ich das auch gar nicht so machen mit den Ampeln, weil ich das sonst wirklich nur verkacke. Wahrscheinlich muss ich tatsächlich. Muss mich jetzt mal drehen, um zu sehen, was ich hier mache. Wahrscheinlich muss ich das bis dahin erstmal bauen und dann hier irgendwie die. Hä? Hier irgendwie die Kurve durch. Ne, der andere ist noch ein Stück länger, sehe ich das gerade richtig? Ja, der macht hier schon eine kleine Runde. Gott, ob ich das nochmal hinkriege, ne? Noch nie im Leben hin. Nein! Ja, fahrt in den Gegenverkehr auf jeden Fall. Immer empfehlenswert, durchaus. Dass das geklappt ist. Nee, nachgebaut kriege ich das nicht mehr. Ist egal, muss ich auf den Shit hier verzichten, weil ich das nicht nachbauen kann. Rall ich nicht. Das ist doch zum Kotzen, das ist echt zum Kotzen. Wir uns kein Mac drum hier. Das ist gar nicht das Ding. Ich nehme die Kreuzung einfach neu und gut ist das Ding. Ich lasse mir doch da keinen Stress machen.
Das war sowieso alles nicht die beste Lösung. Irgendwie finde ich das jetzt auch nicht so schlimm. So, setzen wir die kurz neu. Wollen wir sie die Kreuzung schnell neu setzen? So, perfekt. Dann brauchen wir jetzt nur noch die richtige Autobahn. Natürlich in die falsche Richtung gesetzt. Und zwar sollten wir die auch in die richtige setzen. Die gehen in die Richtung. Und die gehen in die Richtung. So, das ist auch schon eine Autobahn. Was irgendwie bekloppt ist. Weil wir dafür doch eigentlich die Auffahrt nehmen. Genauso wie wir eigentlich dafür, damit wir nicht schon wieder irgendwelche Ampeln haben, auch eine Abfahrt nehmen. So. Das dürfte jetzt funktionieren. Da haben wir schon mal die richtige Straße. Dann verbinden wir die und die miteinander. Ich bin so traurig. So, und... Habe ich hier ein falsches Stück? Ja, ich habe hier ein falsches Stück reingesetzt. Kann nicht funktionieren. Sorry. Mein Fehler. Ein Falschfahrer auf der A7. Ja, ich höre schon kommen. So, hier vorne steht ihr jetzt. Das liegt aber auch daran, dass ich hier, ups, komplett Schwachsinn gebaut habe. Auf einer Autobahn gibt es keine Ampeln. Auf einer Autobahn gibt es nur freie Fahrt. So, Auf- und Abfahrt, perfekt. Das machen wir jetzt hier auch. Das ist eine Auffahrt. Und für diejenigen, die eigentlich... Jetzt muss ich mal schauen. Das ist vielleicht etwas fail. Weil ich habe da noch eine andere Idee. So, perfekt. Der Verkehr fließt nämlich wieder. Der hier sieht auch gut aus, ist ja ein bisschen auch verkehrsberuhigter Bereich. Wir haben jetzt hier schon diese Ballungsgebiete so ein bisschen. Das ist gut. Aktuell werden halt nicht alle Wohnungen besetzt und so, weil wir momentan eigentlich nicht viel brauchen. Die Bürogebiete, oh fuck, die haben natürlich noch gar keinen, hahaha, noch gar keinen, sorry, mein Fehler. Und Strom braucht ihr natürlich auch, oder habt ihr Strom? Alles gut mit dem Strom? Wasser haben wir genug. An Strom seid ihr auch angeschlossen. Perfekt, dann kann das hier nämlich weitergehen. Und haben wir jetzt genügend Einwohner? Ja, wir können endlich diese Müllverbrennungsanlage machen. Müllverbrennungsanlage. Die Müllverbrennungsanlage sammelt und verbrennt zur Stromerzeugung Müll. Müllreserven, Müllverarbeitung. Da müssen wir mal gucken. Die würde ich dann gerne leer machen. Die würde ich auch gerne leer machen. Und den auch. Dass wir die vielleicht wieder abreißen können. Dass wir mit der Verschmutzung nicht zu weit rüberkommen. Und die braucht Wasser. Das ist in Ordnung. Kannst du kriegen. Wer weiß, was hier noch hinkommt. Jetzt habt ihr alle Wasser. So, der lädt sich gerade ordentlich auf. Die Frage ist, ob die Dinger jetzt hier wieder leerer werden. Das weiß ich gar nicht. So,
So, lassen wir die Verbrennungsanlage mal machen. Was hat die gekostet? Jetzt brauche ich gleich eine zweite, weil wir haben echt verdammt viel. Oh, gut, die ist teuer. Die ist wirklich teuer. Da warten wir lieber nochmal ab, wie schnell die verbrennt. Müllwagen. Mal abwarten. Könnte vielleicht auch gut laufen. Dann können wir die anderen dicht machen und sparen ein bisschen Geld. So, weil sobald die leer sind, machen wir die weg. Dann haben wir schon mal Geld gespart. So, hier vorne, das funktioniert jetzt also auf jeden Fall mit den Büroräumen. Da fahren sie ohne Stau. Jetzt bräuchten wir halt noch unbedingt, weil das Problem ist, es geht in diese Richtung, es geht in diese Richtung, aber keiner kommt hier hin. Jetzt bräuchten wir dementsprechend irgendwie einen Übergang von hier drüben nach da. Und ich habe mir gedacht, vielleicht könnte man irgendwie hier oben ansetzen. Also habe ich zumindest gehofft, dass man hier irgendwie ansetzen kann und... Na? Willst du wohl irgendwas zulassen, oder? Besser als nix. Eine größere Kurve wäre mir lieber gewesen, aber... Nee, so will ich das nicht haben. Das ist mir zu krass hier. Na komm schon. Nimmt er das nicht? Wo ist da sein Problem? Ich glaube, selbst wenn ich ihn gerade bauen würde, würde er ihn nicht nehmen, ne? Verstehe ich nicht. Wo sein Problem jetzt gerade ist, das ist nervig. Problem ist einfach wirklich, dass wir mega Probleme nachher kriegen mit dem Verkehr. Und wir müssen dort eine Lösung finden, sonst werden wir draufgehen hier. Was gefunden. So, jetzt mal ganz kurz gucken, wenn wir das so bauen, da können sie doch eh schon fahren, das macht keinen Sinn. So, jetzt müssen wir das hier irgendwie... Kann von mir so auch gerade sein, mir ist das egal. Ja, ist nicht das Hübscheste, was ich je gebaut habe, aber es könnte durchaus funktionieren. Nee, shit, das war falsch rum.
So, jetzt fließt der Verkehr und jetzt müsste man mal gucken. Die Autos wollen dahin und was wollen die halt hier? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Kann sie leider... Doch, kann ich. Der fährt weg, wieso? Habt ihr hier keine... Ne, die Verbindung hatte ich weggemacht. Aber das verstehe ich nicht. Warum fahrt ihr denn nicht gleich dahin? Guck mal, der dreht jetzt komplett einmal und fährt wo lang? Das ist total bescheuert. Er könnte doch sofort... Verstehe ich nicht. Okay, mal gucken, ob wir da was rauskriegen. Ah, es ist schwer mit diesen Trägern natürlich, ne? Und wir sind da natürlich schon auf einer gleichen Höhe. Das ist echt ärgerlich. Ich wäre dir gerade sehr dankbar, wenn du einfach mal... So, vielleicht fahren jetzt nur noch die Hälfte der Autos da mal links ab. Sie fahren da trotzdem ab. Und der Bus will... Ach, die wollen da alle hin. Ich meine, das ist gut für einen fließenden Verkehr, okay. Schlecht ist es jetzt nicht, was ich gebaut habe, ist trotzdem in Ordnung. Wobei es schwachsinnig ist, weil die Leute hätten auch so hier hochfahren können. Also sie müssten jetzt nicht hier hoch. Das ist also in dem Sinne nicht wichtig. Die ganzen Leute fahren nur hier lang und das ist eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Und die ich auch gerne wirklich ändern würde, weil es mir wirklich, wirklich auf die Nerven geht. Meine Güte. Die verstopfen mir hier den Verkehr volle Kanne und ich kann nicht anfangen, hier noch mehr zu bauen. Ich will das Ding riesig bauen. Ich will eigentlich gleich das hier runterziehen komplett und dann will ich nebenan kaufen und oben noch kaufen und will es übertreiben, sagen wir es so. So, wir machen noch mal... So, nochmal Bürogebäude, bitte, bitte. Höhe, warum habe ich denn hier oben? Hä, warum auch immer er das gebaut hat, das wollte ich gar nicht. Sag mal, die Straßen sind noch mega teuer, ne? Na ja, gut, es geht eigentlich. Für mich ist nur erstmal wichtig, dass wir hier genügend Arbeit haben, sonst ist das alles verschwendet. Wir könnten viel, viel mehr einnehmen, wenn wir das so machen. So, dann haben wir hier auch noch... Was für kleine Firmen?
So, perfekt. Dann müsste der Andrang gleich ein ganzes Stück runtergehen. Nee, 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 keine Kurven. Einfach gerade bauen, bitte. Wir brauchen Firmen ohne Ende. Jetzt geht der Andrang langsam runter. So, perfekt. Und damit die nicht alle in eine Richtung fahren, machen wir das wieder per Kurve. Oder. Wobei, das halte ich eigentlich fast für Schwachsinn. Was sollen diese kleinen Firmen hier? Ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht doch noch ein bisschen was geht mit Verkauf. Und hier werden wir wohl kein dicht besiedeltes hinkriegen, sondern vielleicht irgendwelche kleinen süßen Läden. Aktuell braucht aber auch die Nebenstraße noch Wasser. Strom haben wir noch genug. Jetzt wollen sie auf einmal alle hier lang. Warum wollt ihr hierher? Wir machen das mal folgendermaßen. Wir gucken mal, was passiert. Nee, das Problem ist, ich habe gar nicht so viele Möglichkeiten. Selbst wenn ich denen jetzt ein Verkehrsverbot gebe, das ist ja möglich, dass ich sage, nee, Moment mal, ich möchte nicht, dass hier so viele LKWs langfahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgendwo unter den Regeln. Rauchverbot, Besteuerung, Stadtplanung. Hohes Verkehrsauskommen verboten. Aber wo fahren sie dann lang? Dann würden sie statt hier lang, würden sie vielleicht. Sie können ja nur hier lang oder hier lang. Und vielleicht würde ich das ein bisschen minimieren. Da müsste ich mich noch mal kurz hier. Richtlinien. Verbot. Und da fällt mir doch glatt auf, Autobahnen sind dort nicht mit inbegriffen. Bedeutet, es darf keine Autobahn sein. So, sechsspurig ist schon echt verdammt übertrieben. So, haben wir das schon mal? Dong. Ist eine Totenwache, denke ich mal. Oder er will mir sagen, dass er voll ist, ne? Nee, noch nicht, aber er ist kurz davor. Oh mein Gott.
Okay. So, vielleicht hilft das etwas. Was von unnötig. Ohne Witz. Keine Ahnung, was das war. Achso. Stopp. So, jetzt müssen wir mal schauen. Also hier ist halt so ein Verkehr, dass die so einen wahnsinnigen Stress machen. Um das vielleicht zu minimieren. Wir können es ausprobieren, ich weiß nicht, ob es hilft. Könnte man sagen, ey, jo, alles klar. Wir geben denen nochmal die Möglichkeit. Ich bin mir schon fast bekloppt hier vor. So, wir gucken mal, welche Straße besser läuft. Und dann brauchen wir Stromnetz. So, wir werden jetzt einfach mal, weil es mich nervt und weil es mir doch schon öfters passiert ist, das Stromnetz von hier nach hier bringen. Und werden dann für eine kleine Rückkopplung sorgen. Das heißt, selbst wenn wir das Ding jetzt zerstören, zwischendurch aus Versehen, haben wir immer noch ein kleines, eine Backup-Leitung, die uns gibt. So, wie verhalten die sich? Gut. Sie verhalten sich gar nicht so, wie ich es gedacht hätte gerade. Die wollen alle geradeaus. Das ist unfassbar. Dafür ist jetzt hier wieder alles in Ordnung. Weil wir hier das verboten haben. Jetzt tatsächlich die Frage, jetzt haben wir die Straße hier so viel ausgeweitet. Ach, jetzt stehen sie hier. Wir haben sie ausgeweitet dort und jetzt stehen sie... Wir müssten uns das natürlich jetzt nochmal in dem normalen... Ja. Unter den normalen Voraussetzungen eigentlich angucken. Weil das ist ja Schwachsinn. Wenn ich das jetzt hier eben geändert habe, eben hatte ich das noch nicht. Wozu baue ich denn jetzt die Straßen? Also das müsste... Oh, man kann so viel machen. Ja, das hört sich gut an. Geben Sie Ihrem Bildungsbudget einen Schub, damit junge Erwachsene Bildung automatisch den... dem Arbeiten vorziehen. Geht aufs Geld, aber natürlich möchte ich, dass die Leute zur Schule gehen. Weil schlaue Leute verbessern die Stadt.
bringen Politiker, obwohl es da momentan einige Politiker gibt, über die man auch nicht. Ja, auf die man nicht wirklich stolz sein kann. Eigentlich gar nicht. Ja. Aber mit 5000 Euro lässt sich halt so einiges machen. So, ihr wollt da lang. Und dann eigentlich... Wo wollt ihr eigentlich hin? Das wüsste ich jetzt mal gerne. Guck mal, du bist einer dieser verkackten LKWs. Und ich glaube, ihr verarscht mich. So, das gucke ich mir jetzt mal an. Ich habe nämlich das Gefühl, dass es null Sinn hat, wo die hinfahren. Die fahren doch einfach nur im Kreis, ey. Mehr machen die doch gar nicht. Die verarschen mich doch nur. Wenn er jetzt rechts abbiegen würde... Ich meine, er steht richtig eingeweiht. Tatsächlich, er biegt rechts ab. Er muss dahin. Ja, gut. Also ist er doch nochmal einen kleinen größeren Kreis gefahren, weil jetzt... ist er doch schon wieder auf der falschen Strecke und wird jetzt wieder Richtung Autobahn fahren und hat mich dann eigentlich nur verarscht. Nee, tatsächlich. Kann er mir dann mal sagen, warum er denn nicht den geringen Weg genommen hat? Ach, weil es hier keine Auffahrt gibt. Okay, da muss ich mir was einfallen lassen. Die fahren so einen weiten Weg, um dorthin zu kommen. Das ist natürlich mehr als unnötig. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber warum ist er denn nicht hier oben lang gefahren? Er hätte doch viel simpler fahren können. Aber ist okay, ich gebe euch die Möglichkeit, ich möchte sie euch geben. Oh Gott, sieht die Straße gewählt aus, Alter. Scheiße. Ist das hässlich. Das sind alles nochmal so Kleinigkeiten, die man nachher überarbeiten muss.
doch gar nichts mit dem grünen Streifen genommen, oder? Achso. Macht eh keinen Unterschied. Oh, der Laden läuft aber Bombe, ey. Krass. Ach nee, wir wollen alle Bus fahren. Heftig. So, jetzt verteilt sich das aber schon ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das kann man unendlich fortsetzen, oder? Ach komm. So, vielleicht können wir das mit diesen Straßen jetzt ein bisschen retten, was anderes fällt mir nämlich auch nicht mehr ein. Ihr seid doch bescheuert, Mann. Ihr seid doch einfach nur doof. Ihr sucht euch doch nur einen neuen Weg, um mich zu nerven. Das ist doch unfassbar. Das ist doch einfach unfassbar. Vielleicht hätte ich das mit den Einbahnstraßen lassen sollen. Sollen das keine Einbahnstraßen sein, vielleicht? Das war meine scheiß Idee, das vielleicht so zu machen, in der Hoffnung, dass die sich dann so ein bisschen aufsplitten, aber es scheint ja gar nicht zu funktionieren. So, jetzt könnt ihr fahren, wie ihr lustig seid, und ich hoffe, es funktioniert jetzt auch.
Sonst bin ich ratlos, echt. Guck mal, der Strom wäre schon wieder gecuttet gewesen, sehe ich gerade. So, ist jetzt in Ordnung. Wir müssen weiter ausbauen, wobei wir momentan nicht mehr eine Nachfrage nach irgendwas haben. Doch, wir brauchen einen Friedhof, sehe ich das richtig? Nee, noch nicht unbedingt. Aber eine neue Schule hätte doch schon was. Noch mehr auf diese Straße legen? Puh, ich weiß es ja nicht. Wenn ich noch mehr auf diese Straße lege, habe ich so ein bisschen Sorge, dass die noch mehr verstopft. So, mit dieser Straße können wir schon wieder arbeiten. Da könnten wir nämlich beide Schulen unterbringen. Einmal war das, glaube ich, die Oberschule. Oder? Hatten wir... Welche Schule haben wir noch? Ja, die Oberschule wäre das. Zum einen, die man hier anschließen könnte. Und die geht immer noch nicht. Alter, wie viel Platz verbraucht die denn? So, perfekt. Das ist die perfekte Welle. Das ging richtig einmal durch gerade. Und ich sehe gerade, wir müssen dringend wieder einen Cut machen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Und dann bauen wir das Ding hier endlich mal aus. Aber das hier ist ja schon prächtig. Na gut, wir sehen uns. Macht's gut.